Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community mit Thorsten Helbig. Ich freue mich, dass er heute Morgen hier mit uns die Veranstaltung macht und natürlich, dass Sie auch live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns schnell den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Der Thorsten wird sicherlich, und deswegen sind ja die meisten auch hier, seine Setups heute zeigen, aber nichtsdestotrotz dient dieses Webinar nicht zu, oder beziehungsweise dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ganz wichtig, dass Sie trotz der Information Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, gut, dann übergebe ich auch schnell den Bildschirm, denn wir haben ja schon ein paar Minuten verloren. Von daher viel Erfolg und viel Spaß. Ja, ich hole die Minuten dann wieder raus. So, jetzt sieht man noch meinen Bildschirm, oder? Ja. Guten Morgen, Willi, und gute Fahrt. Wilhelm heißt er jetzt. Okay. Gute Fahrt ins Büro. Genau. Wir starten heute mit dem Euro und ich habe hier den Euro im M1 aufgemacht zu diesem Zweck. Muss ich mal gucken, wie hier oben das. Ja, genau, so kann man das besser erkennen. Ich gehe mal auf die Bilder von gestern früh ein und mache zu diesem Zweck den M5 auf. So, das sind unsere Setups der letzten beiden Tage, vorgestern und gestern. Das hier war vorgestern. Vorgestern hatten wir, ich ziehe das mal ein Stück runter. So. Wir haben ganz klar aus dem H1, den schauen wir uns auch gleich nochmal gemeinsam an, haben wir festgelegt, dass wir Punkt A, die 1,0870 im Euro-US-Dollar nicht kaputt machen dürfen, dass wir noch eine Marke aus der vorangegangenen Bewegung bei der 74 oder 75 hatten, bei der 1,0874, 1,0875. Und dass wir aufgrund dessen diese Kombination 1,0870 sollte nicht kaputt gehen für die Bären und Stops müssen über die 1,0877. Das waren die Marken, die wir uns vorgestern herausgearbeitet haben. Ziele haben wir uns herausgearbeitet, als erstes Ziel die 1,0835 als 61,8er Fibo aus dem Tagesschart. Da können wir gerne gleich gemeinsam mal drauf schauen, wenn ihr möchtet. Daumen hoch, Daumen runter oder ja, nein, hilft mir als Alleinunterhalter hier sehr gut. Dann gucken wir uns das nämlich gemeinsam nochmal an. Diese 1,0835 war die Marke nach oben, die er nach oben kaputt gemacht hat, die jetzt hier drinne geblieben ist als unterstützende Marke und Ziel C gleich A aus dem H1-Chart war die 1,0825. Diese Marken haben wir vorgestern eingezeichnet. Wir haben die 1,0870 kurz geteasert, aber nicht mit dem Schlusskurs im H1. Da ist sie exakt angelaufen worden und der Schlusskurs war exakt da, wo sie, da wo auch hingehört, bei 1,0870. Typisches Verhalten. Einmal kurz nach oben durchgeschossen und dann nach unten weg, zurück, bestätigt. Hier haben wir uns vorgestern in diesem Bereich, da haben wir uns vorgestern die Trenddefinition, die haben wir uns gestern früh nochmal rausgearbeitet und uns hier
den Euro-Pro-Einstieg nochmal auseinandergepflückt, um diese Rutsche von hier oben bis nach unten mitzunehmen. Das war das Setup vorgestern und die Aufklärung gestern. Bitte dazu die Webinare anschauen von vorgestern und von gestern. Gestern ist, glaube ich, sogar wichtiger, da wir hier morgens noch gesagt haben, ab hier ist Euro pro Short möglich. Das hier war die Linie zum Zeitpunkt des Webinars und die haben wir dann Stück für Stück von einem Tief zum anderen verschoben und dann war ab hier im Endeffekt Euro pro möglich und das haben wir hier auch sauber gemacht und konnten so diese Rutsche von oben nach unten exakt abarbeiten. Da das ja eine Veranstaltung für Gäste ist, könnt ihr, ich habe die Webinare für unsere Community freigeschaltet. Wenn es gewünscht wird von den Gästen hier, dann könnt ihr bitte Bescheid geben, dann würde ich diese beiden Webinare vorgestern und gestern auch freischalten, damit ihr euch die mal anschauen könnt, wie wir hier so arbeiten. Schauen wir in den Daily. Ganz einfach. Die Stimmen hier, ich hatte gesagt, ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Es waren immerhin ein paar dafür, einer dagegen. Das heißt, wir haben hier die erste Abwärtsbewegung. Und diese erste Abwärtsbewegung wollen wir nach unten duplizieren. Auf jeden Fall ist das unser Ansinnen, diese hier nach dieser Korrektur nach unten zu ziehen. Ob wir den Start da jetzt lassen, nach C gleich A haben wir die erste Bewegung nach unten. Die erste Bewegung wurde in zwei exakten Wellen auskorrigiert. Und danach war das Ziel hier unten 10532. Die zweite Bewegung, die bis jetzt erfolgt ist, ist kürzer als die erste. Das hier ist die erste, die zweite ist kürzer. Dadurch, dass wir hier eine Aufwärtstrenddefinition haben, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, haben wir uns hier in einem Aufwärtskanal bewegt, der kann allerdings raus, der irritiert im Moment nur. Und die blaue Kriegsel hier nehme ich auch mal raus. Das brauchen wir heute nicht. Oder das brauchen wir nicht mehr. Das Thema ist erledigt. So. Und diese Geschichte hier ist auch erstmal erledigt. So, aus dieser Abwärtsbewegung haben wir hier die 61,8. Hier haben wir den 61,8er Fibo bei 10835. Der resultiert aus dieser Abwärtsbewegung. Hier unten haben wir den 50er Fibo. Das hier ist genau der Zwischenraum. Die 61,8 haben wir letzte Woche aufgerufen und gesagt, die sollte idealerweise halten, die 10835. Wenn nicht, dann haben wir nur noch eine Hilfshürde, die letzte hier oben für die Bären. Das ist die 10891. Die 10891 hat zweierlei Wirkung. Einmal haben wir hier das letzte Hoch im Tageschart. Dieses sollte per Tagesschlusskurs nicht überboten werden. Und wir haben die 764 hier oben. Das heißt, wenn er hier durchschießt, kann er, wenn er sogar so dicht an dieser Umkehrkerze ist, ist es sogar ziemlich prädestiniert, dass er sich hier oben diesen Bereich holt. Hier haben wir das High, die 10884.
die darf, um den Trend zu verletzen, logischerweise hier oben noch mal ganz kurz angeteasert werden. Der Schlusskurs sollte idealerweise da drunter sein. Wir haben das High bei 1,08847. Wir haben hier den Close bei 1,08836. Also exakt einen Pip unten drunter. Das heißt, die letzte Hürde, die Bullen hätten nehmen müssen, um Oberhand nach FIBO zu nehmen oder Oberhand zu gewinnen, die an der sind sie gescheitert. Das hier war bis jetzt jedenfalls ein klassisches Muster für für Stopfishing oder für Abarbeiten von den Stops über diesem Docht hier, über diesem Hoch. Gefolgt ist, was sehen wir hier in der Folge? Ich glaube, das war Donnerstag hier. Ja, das hier war die letzte Woche Donnerstag. Was können wir hier draus erkennen? Ein bärisches Harami. Genau. Österreich ganz vorne. Ein bärisches Harami. Diese Kerze öffnet ein Tick unter diesem Schlusskurs. Wir haben den Schlusskurs bei 6 und den Open ebenfalls bei 6 identisch und den Schlusskurs hier tiefer. Und damit ist die Definition von einem bärischen Harami erfüllt, allerdings nicht von einer roten Kerze gefolgt, aber an dem Tag von fallenden Kursen hier am Freitag, die exakt wieder auf der 1,0835 aufgesetzt haben. Daher kommt die Marke 1,0835, die wir uns gerade hier angeschaut haben. Hier ist die 1,0835, 61er FIBO aus dem Tageschart. Vorgestern konnten wir dann oder haben wir dann, wie gesagt, diese Rutsche von oben nach unten mitgenommen, aufgrund dessen, dass er hier oben ausgebrochen ist, dann zurück. Ein paar Leute von uns haben es gewagt, hier oben diesen Zwischenraum zu nutzen, zwischen der 70 und der 77, um zu shorten. Da hier eine Fibo-Marke aus der vorangegangenen Abwärtsbewegung war. Der Rest konnte definitiv genau hier diese Geschichte nutzen, um Euro pro Einstieg zu nehmen und nach unten. Kommen wir zu dem Plan von gestern. Wir haben gestern alles darauf aufgebaut, dass der Plan von vorgestern noch Gültigkeit hat. Wir waren zum Zeitpunkt des Webinars einmal hier unten raus. Diesen Long Entry, den haben wir gestern früh verpasst. Das war zu früh vor dem Webinar. Dann war der Plan, dass wir hier hochlaufen, einmal kurz hier oben drüber, dann runter, nochmal hoch, hier oben rum ein und dann nach unten wegmarschieren mit dem Ziel, C gleich A aus dem H1 die 1,0825. Unterwegs 1,0835 kombiniert mit unserem Zielbereich gestern, 1,0835 als Zielbereich und die 1,0835 als 61,8er FIBO aus dem Tageschart. Nächstes Ziel 1,0825, C gleich A aus dem H1. Und wir gucken, ob ich den H1 hier finde. Da. Bewegung A, Bewegung C. Das war vorher tiefer. Das hier war dieses nachlaufende Hoch, worüber wir gerade gesprochen haben. Ebenfalls 76,4 angelaufen hier Anfang der Woche. Und dann sollte dieses Ziel hier unten angelaufen werden. Wir haben gestern früh noch drüber gesprochen. Das Zeitfenster ist abgelaufen. Deswegen sollte Vorsicht walten lassen. Aber die Marke hat trotzdem Gültigkeit, zumal sie sich mit diesem
Bereich hier deckt, der den letzten Schub nach oben verursacht hat. Damit war das übergeordnete Ziel die 1,0825 nach unten. Könnt ihr mir soweit folgen? Ich sehe, es wird aufgezeichnet. Ich werde diese Geschichte nachher versuchen, zügig zu konvertieren und hochzuladen. Wichtig ist mir jetzt, wenn ich das versuche zu erklären, das purzelt mir irgendwie so aus dem Gehirn, ist es mir wichtig, dass der Zuhörer, also ihr, dass ihr das auch verarbeiten könnt, versteht. Wenn ich zu schnell bin oder zu durcheinander, lasst es mich bitte wissen. Dann wiederhole ich bestimmte Passagen gerne. Wir machen das ja hier nicht, um die Größten, um die Geilsten zu sein, sondern wir wollen erklären, wie so eine Bewegung zustande kommt. Weil unser Job ist es, euch zu zeigen, wie man lernen kann, so eine Charts zu lesen. Deswegen ist es immer wieder gut, ein Ja oder ein Nein. Das hilft ungemein. Kleiner Goethe verloren gegangen. Ein Ja oder ein Nein hilft uns ungemein. Okay. Jetzt tun wir hier an der 25 rum, an der 10825 hier unten. Also ich möchte hier auch niemanden verlieren. Also das, nicht, dass jetzt jemand am Tisch sitzt und sagt, oh Scheiße, jetzt komme ich überhaupt nicht mehr hinterher. Einfach Hand heben und sagen, ey, habe ich nicht verstanden. Jetzt tun wir genau hier an der 25 rum. Und jetzt kommt ja die Bewegung B ins Spiel, die folgen kann, aber nicht folgen muss. Weil in starken Märkten, egal ob bärisch oder bullisch, in starken Märkten kann es durchaus sein, dass die dritte Bewegung, die abwärts folgen sollte, direkt im Anschluss erfolgt. Das heißt, ich habe es oft genug gesehen, dass diese Bewegung jetzt nur ganz flach auskorrigiert wird und dann gleich die dritte Bewegung hinten dran gehängt wird, die nach unseren Regeln oder ich spreche mal ganz frech von meiner Erfahrung kommen sollte, weil wir haben Bewegung A, wir haben Bewegung C. Bewegung C wurde allerdings in einem breiteren Zeitfenster erfüllt und C ist länger als A. Wenn C länger als A ist, dann kommt E in der Regel hinterher und E wird das sein. A. B. Und ich weiß nicht, ob ich hier jetzt ein Label reinsetzen kann. Das kann ich mal probieren, ne? Ob der sich dann mitverschiebt, habe ich noch nie probiert. Das soll Bewegung E sein. Aber ich weiß nicht, ob sie das mitverschiebt. Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Okay. So. Das heißt, wir haben Bewegung A. Ups. Ulrich, danke. Und Joachim, zwei sehr aufmerksame Leute hier. Das ist B. Also ich will nur zeigen, dass ich das Alphabet einigermaßen beherrsche, auf jeden Fall die ersten fünf. So, also diese Bewegung kann kommen, muss aber nicht. Das kann für unsere Community, kann dieses Bild schon mal geknipst werden. Wenn die nächste Bewegung jetzt schon kommen sollte,
wäre das hier unten der Zielbereich für falls Shorts heute starten, dann ist hier das Ziel. Falls die Bewegung eh jetzt gleich hinten dran gehängt werden sollte, das schauen wir uns gleich an, wo wir die starten können, dann ist das hier die ideale Kombination für den Zielbereich. Ich lege da Linien drauf, damit man auch die Marken erkennt. Ah, wir haben das ja jetzt mal rausgekriegt, dass hier der Kram links ist, ne? Und wir hatten ja schon mal das Problem, dass wir den nicht nach rechts gekriegt haben. Und da, nach rechts geht er dann, wenn wir in den passiven Modus gehen. Ist für mich immer ein schönes Zeichen, um zu sehen, oh, Elvig, jetzt bist du im aktiven Modus, da gehörst du hier nicht hin, wenn du hier drin rummalst. Das heißt, wenn bei euch diese Labels links sitzen sollten, die hier sind, dann einfach in den passiven Modus und dann springen sie nach rechts. So, das kann einmal geknipst werden. Dann haben wir schon mal das erste Bild für heute. Oder das zweite schon. Diese Ziele ergeben sich einmal aus dem Ziel C gleich A und aus den FIBO Extensions hier aus der ersten Bewegung. Dann haben wir hier unten die 161,8 als Ziel. Das heißt, dieser Bereich hier unten, die 107,99, das ist ja nicht mehr so weit, die 107,99 wäre in diesem Fall heute schon das Ziel oder als Ziel anzusehen, dass hier die ersten FIBO-Händler auf jeden Fall reagieren. Wechseln wir zurück in den M5. Wenn der H1 hier soweit klar ist, der Nelson alles verstanden hat. Ich habe alles aufgeschrieben. Falls dein Eistee, ups, meine Muckelsieg war aus hier. Hatte keinen Ton. Falls dein Eistee zu warm sein sollte, ich habe hier Eiswürfel. Allerdings ist das gefrorene Whisky. Ich sag dazu nichts. Nur so als Angebot. Okay, dann haben wir diese Geschichte hier durch und wir gucken uns das Spiel im M5 an. Wir haben das Tief hier, wir haben den Zielbereich bei 108,215, das Hoch bei 108,32. Damit haben wir ziemlich klar hier heute unsere Sperrzone. Wir haben vor ein paar Wochen festgelegt, ich konzentriere mich hier in den Webinaren ganz klar auf unsere Regelwerke und auf unsere Sachen, die ich seit Jahren anwende. Inzwischen fast 20 Jahre handle ich nach diesen Regelwerken. Und immer wenn ich davon abweiche oder andere Sachen anwende, geht's in die Hose und es gibt was an die Backen. Und never change running systems. Und deswegen haben wir uns darauf besonnen, nur diese Regeln anzuwenden, die auch
oder die wir seit Jahren anwenden, mit dem Hintergrund, dass all diese Regeln, die wir anwenden in der Analyse, das sind zig Stunden Webinar, die man bei uns sich anschauen kann, in der Analyse sind alle diese Regeln hier erklärt. Und ich möchte hier nur Regeln anwenden, die auch alle nachvollziehen können. Wenn ich jetzt anfangen würde mit einem Drehstab Fibonacci, den kein Mensch versteht, weil er nirgends erklärt ist, dann kann man sich nicht darauf berufen und man fängt beim Urschleim an. Wenn wir von Range, von Kanal oder Ähnlichem reden, dann kann jeder bei uns in der Analyse diese Regeln auch nachvollziehen. Und das ist genau die Geschichte, warum wir nur diese Regeln anwenden, die auch für alle zugänglich sind, weil alles, was wir machen, ist reproduzierbar auf alle Märkte. Was nicht bekannt ist, was wir nicht erklärt haben, was niemand nachvollziehen kann, brauchen wir nicht anwenden. Welche Bedeutung hat die Sperrzone? Die Sperrzone hat die Bedeutung, dass wenn dieser Bereich zwischen diesen beiden Linien kleiner als 20 Pips ist, werden wir erst dann handeln, wenn die Sperrzone einmal verlassen wurde. Ganz kurz. Das wäre jetzt hier in diesem M5 der Fall. Das heißt, wir haben jetzt hier unten einmal ganz kurz rausgeguckt, vor ein paar Minuten. Das heißt, hier dazwischen handeln wir nicht nach Euro pro. Unmöglich. Wäre sowieso nicht möglich, weil wir haben hier ein Tief. Wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein Tief, wir haben ein tieferes Tief und wir haben ein höheres Hoch. Damit ist diese Bewegung jetzt ausschlaggebend. Und wir brauchen für Euro pro Long ein höheres Hoch, für Euro pro Short brauchen wir ein tieferes Tief. Das heißt, hier dazwischen nach Euro pro zu schauen, macht keinen Sinn. Was man machen kann, wenn man die Cojones hat, wie unser Carsten immer, einmal kurz da unten raus, nur ganz kurz, wie man den Rücklauf sieht, hier eine schöne Umkehrkerze. Und dann kann man eventuell ein nachlaufendes Tief, was auch nur kurz da drunter guckt, sofort für Long-Positionen nehmen, um die da oben hin zu handeln. Hier oben wäre schon der erste Short-Bereich zu suchen. Da. Short-Bereich Nummer 1. Short-Bereich Nummer 1, das heißt, die Longs, die hier von hier unten kommen, gerade jetzt, die sollten hier oben über der 33 glattgestellt werden, weil das Setup. Wir haben ein Setup unter anderem. Hier unten ein kurzer Fehlausbruch. Dann kann der Fehlausbruch auch da oben passieren. Wenn wir hier unten long gehen, dann soll das Ziel oder muss das Ziel auch da oben sein. Zielbereich unten bei der 21, oben bei der 32. Das sind 11 Pips. Wenn man diese Nummer hier unten an der 22, 21, 22 sich holt, long, dann muss der SL ganz knapp darunter. Und dann haben wir 3, 4 Pips SL mit einem Ziel von 10 Punkten, 11 Punkten Maximum. Und schon haben wir ein positives CRV und dann können wir diese Kiste hier glattstellen. Hier oben haben wir die 61,8 aus dem Daily Chart. Da. Und hier oben greife ich mir die Shorts, um tiefere Tiefs zu erreichen. Gesagt, das hier ist was für Männer mit Cojones, die jetzt schon long gegangen sind. Hier unten an der 21 eben sollten, wenn sie jetzt 3 Punkte vorne sind, Long-Risiko. Waren 3 bis 4 Pips, wer hier unten auf den Knopf gedrückt hat und long ist,
sollte jetzt schon drüber nachdenken, schnell BE zu gehen. Uhr 19. 08:19 Long BE. Es kann kurz geknipst werden. Mein übergeordnetes Szenario ist, hier oben sich die Shorts zu holen. Auch die Shorts sind mit engen Stops zu versehen, weil wir hier hochlaufen können bis zur 1,0850 circa. Dürften wir rein theoretisch bis zur 1,0850, um dieses blaue Szenario hier abzuarbeiten. Deswegen auch hier mit engen Stops, idealerweise 3, 4 Punkte Stop, um dann nur eine Positionsgröße nur für die Munitionskammer. Nichts anderes. Ab hier sind die Shorts zu suchen. Hier oben wäre dann die Nummer 2. Da. Falls er nach oben wegzieht, den Kram von gestern auskorrigiert, dann wäre das hier Short-Bereich Nummer 2. Den mache ich jetzt mal gleich gestrichelt. Da. Der steht bei mir auf der Prio-Liste nicht ganz oben, aber ich will ihn nicht außer Acht lassen. So. Schöne Entry hier unten, ne? Wer hat denn die gleiche Idee oder wer hat denn die Idee hier unten zu Long übernommen? Nur, dass man so weiß, wer hier vielleicht unten Fehlausbruch, dann oben bitte direkt an der 108, 32 am Zielbereich, an der 31 sollte man dann auch den Exit suchen. Ich schreibe es hier noch rein. Das darf auch geknipst werden. Okay, das hier ist der Plan. Ich zeichne noch einen blauen Plan dazu, weil wenn er sich hier oben anders verhält, den mache ich aber auch nur gestrichelt, wenn er hier hochgeht. Dahin zurück hoch zurück und dann hoch. Dann wird er trotzdem in diesem Bereich Short gehen und ich schreibe es noch dazu. Blaue Route, gleich Euro pro Long mit einer Position.
Wir nennen das immer für die Munitionskammer. Das darf auch geknipst werden. Guten Morgen, Klaus B. Wenn mich nicht alles täuscht, aus Nürnberg, aus jeden Fall aus Franken. Dich lange nicht gesehen. Guten Morgen nach Norddeutschland, Hans-Hermann. Froni, Mensch, wer hier heute alles rumturnt. Sehr schön. Da ist nicht viel Unterschied zur roten Route, das ist richtig. Der Bereich hier oben bleibt trotzdem bestehen, aber die rote Route würde durchziehen, die blaue Route hier oben drüber und hier rumturnt, dann sollte man oder kann man sich Euro pro Long suchen, aber nach den Regeln erst, wenn wir da oben drüber sind. Die rote Hauptroute geht nur bis da hoch, fällt wieder runter. Die rote Nebenroute schießt durch bis da hoch und geht da runter. Wenn er hier langsam hocheiert, so, dann hat man die Chance, sich hier oder hier in diesen Korrekturen jeweils Euro pro zu suchen. Ich will die Möglichkeit nicht auslassen, dass es auch die Long, dass es hier auch die Möglichkeit gibt, Long zu handeln. Und Euro pro hat ja nun mal das Setup, dass wir mit ganz engen Stops arbeiten können. Das darf noch mal geknipst werden, bitte. Worauf zu achten ist, wie jeden Tag, das haben wir gestern hier noch erklärt, dass wo die Entries sein können. Gestern Morgen kam im Webinar, hätte ich jetzt beinahe vergessen, darauf einzugehen. Wir haben gestern darauf verwiesen im Webinar, ich ziehe das mal ein Stück zusammen. Wir haben gestern hier noch zwei Kanäle eingezeichnet. Da, diese beiden Korrekturkanäle sind gestern Morgen im Webinar rausgefallen, dann zurück und haben wir diesen Bereich hier als Short-Bereich eingezeichnet. Da. Den haben wir als Short-Bereich eingezeichnet und haben hier noch einen Pfeil drauf gesetzt, dass wir gesagt haben, da kann er rein. Jetzt bin ich gespannt. Als wir den Plan gezeichnet haben hier, den hier, kam gestern eine Frage von Joachim, die wir auch abgearbeitet haben. Joachim, machst du die noch, weißt du die noch, machst du die noch mal wiederholen? Falls du noch da bist, das weiß ich jetzt nicht, muss ich kurz nachgucken. Aber in der Regel ist er da, ja. Genau, er hat mich gefragt, ob wir bei der 108, dann ging sehr schnell, ob wir bei der 863 auch schon rein können. Meine Antwort war, das werde ich manuell entscheiden, aber nicht mit einer Limit arbeiten. Die Limit wäre gestern hier perfekt gewesen, aber wäre Fahrradkette. So. Ich habe gesagt, ich werde es entscheiden, wenn wir hier oben an der Kante scheitern und wenn wir Dochte oder so sehen, dann werde ich diese Nummer mitnehmen. Einmal angelaufen, nach unten, nach oben, bestätigt. Wir haben hier das High bei der 63. Hier haben wir das High bei der 63,2, ein minimal nachlaufendes Hoch. Bärisches Harami. Als das gestartet ist, bis ich das geschrieben hatte, dass wir hier shorten können, diese 10 Punkte oder 11 Punkte nach unten, die wir heute nach oben haben,
waren die ersten 7 Punkte weg, dann brauchte ich es auch nicht mehr kommunizieren. Aber die Frage gestern früh war berechtigt und auch das Setup war durchaus berechtigt, wenn man sich das jetzt im M5 nochmal genau anschaut, dann sieht man, wie sauber Nummer 1, runter Nummer 2, hier im M1 ein bärisches Harami, hier im M5 ein bärisches Harami, hier der lange Docht und damit war diese Nummer nach unten schon prädestiniert. Und hier hatten wir die Kreuzwiderstände, einmal hier und einmal da. Und gesagt haben, wenn er hier rausknallt, zurück, hier müssen wir aufpassen, dass wir da unten oder dass wir uns hier auf jeden Fall Shorts suchen. Was auffällig ist, wir sind die erste Rutsche von dem Zielbereich nach unten, hier kurz gehakt, Zielbereich hier unten angelaufen, zurück, den Zielbereich bestätigt, nach unten durchgeschossen, den Zielbereich hier kaputt gemacht, zurück, bestätigt, direkt den gleich mit kaputt gemacht, zurück, der hat wieder gebremst, um dann in der Rutsche den hier genau mitzunehmen. Ein schönes Bild dafür, wie die Zielbereiche funktionieren, wie man sie vor allen Dingen zur Stoppsetzung benutzen kann oder zur Stoppführung benutzen kann, wenn man so eine Kiste nach unten durchhandeln will. Okay, das hier ist unser Plan, unser Tagesplan für heute. Sind dazu Fragen? Sonst macht euch Screenshots oder so. Dass er vorher hier runterläuft, hier in diesem Bereich, sehe ich heute noch nicht, weil wir haben hier die Kombination aus den beiden Zielbereichen und dem Zielbereich. Diese Geschichte hier haben wir gestern Abend, am späten Abend zur Protokollverlesung gehabt und hier dieses nachlaufende Tief zu den Zahlen von Nvidia, die nachts kam. Auf Slack haben wir darauf verwiesen, dass die News nachts kommen. Das heißt, hier sogar das nachlaufende Tief. Deswegen müsste er, wenn er diese Bereiche unten abarbeiten will, dieses nachlaufende Tief nochmal nehmen. Aber solche Volumenspitzen, die wir hier sehen, die haben in der Regel erstmal Bestand. Ich habe mir im M5 noch einen bärischen Kanal eingezeichnet. Okay, wenn du möchtest, kannst davon gerne einen Screenshot machen und kannst den im Euro-Channel oder du kannst es sogar auch im Gold-Channel auf Slack gerne reinhauen. Lieben gerne. Okay, damit sind wir hier durch. Gucken wir uns den DAX an. Im DAX haben wir unten immer noch das Ziel 18.508. Wir gucken dazu in den 5 Minuten. Da haben wir nämlich das gleiche Problem wie die letzten Tage. Die letzten Tage haben wir immer Short bei 18.759, das hier war gestern, Shortbereich spätestens am Nachthoch. Wir haben gestern Euro Pro hier reingezogen, gestern früh. Dann sagt nach Euro Pro im M5 kann im Rücklauf in die Wolke hier und das Abstoßen kann genutzt werden, um Shorts selbst nach Euro Pro im DAX zu handeln. Ich bin da schon eine Weile am Testen. Ist noch zu wackelig. Das heißt, wir haben hier oben die 18.750 grobe Richtung, grob umschrieben, haben wir das als Marke und wir sind heute Nacht wieder hier oben gelandet, auch hier den Zahlen von Nvidia geschuldet und dieses Zwischenhoch hier, diesem Kanal und haben das Nachthoch bei der 32 und das war die Unterkante von dem Short-Bereich
gestern circa. So, und damit wäre hier die Chance nochmal da, auch hier Shorts zu suchen. Ziele im DAX sind immer noch 18.508 und parallel dieses Hoch hier, das alte ATH 18.563, das High, ich will es mal exakt machen, ne, 69. Da. Und wir hatten gestern das Low bei 18.588, 20 Pips drüber. Also auf jeden Fall sollten diese beiden Marken hier, die sollten eingepreist werden, egal ob man Bulle oder Bär ist. Wenn ich Bulle bin, muss ich diese beiden Marken für bei der Stoppsetzung berücksichtigen. Auf jeden Fall das Tagestief von gestern oder den Tiefstkurs von gestern und die 18.570 und die 18.508, diesen Bereich muss ich für die Stoppsetzung für bullische Szenarien ebenfalls beachten, weil die Bestätigung von dem alten ATH steht aus, ebenso wie C gleich A, auch wenn das Zeitfenster abgelaufen ist. Wir haben es gerade im Euro gesehen, dass trotzdem diese Marken ihre Wirkung haben und trotzdem noch anziehen wirken, auch wenn das Zeitfenster abgelaufen ist. Also hier für mich diese beiden Marken ausschlaggebend, 34 ungefähr hier in diesem Bereich am Nachthoch circa. Da müssen wir schauen, wo wir hinlaufen. Solche Kerzen hier, die habe ich vorhin natürlich verpennt hier. Aber ich habe nur zwei Augen. Wenn wir solche Dochte hier benutzen, Stops hier oben drüber, dann stimmt auch das CRV. Und wir haben auf jeden Fall Luft bis zu diesem Tief hier unten. Das heißt, wenn wir oben mit 30, 40 Punkten CRV handeln, haben wir auf jeden Fall 140 Punkte vor der Nase. Und damit mit diesem CRV kann man auch hier leben. In der derzeitigen Situation, die wir im Chart sehen, bin ich weit weg von Long-Position. Eventuell würde ich aus dem Daily-Chart, wenn hier unten diese Marken angelaufen wären und lange Lunden entstehen irgendwo im M5 hier, könnte es sein, dass ich mich zu einer Long-Position breitschlagen lasse. Aber ansonsten ist das für mich keine Option. Sind dazu Fragen? Danke, Willi. Noch eine Geschichte in eigener Sache, werden wir im nächsten oder im übernächsten Newsletter bekannt geben, vielleicht auch im nächsten Webinar in 14 Tagen mit Nelson. Wir planen ein Händlertreffen vom Paternoster Trader Club, beziehungsweise von unserer Community, wo wir den Club und unsere Community vorstellen wollen und uns einfach locker zusammentun werden, um in Erfahrungsaustausch zu treten. Bei diesem Treffen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in Friedrichroda in Thüringen stattfinden. Wir haben dort eine Location reserviert, noch nicht fest angemietet. Wir haben sie dort reserviert, wo wir das Hauptthema haben, dass wir auf die Markttechnik eingehen. Dazu wird mein Freund Michael Vogt erscheinen und die absoluten Trends nach der Markttechnik auseinanderpflücken. Und ich werde dann nach Mittagessen das Thema Pyramiden nach Markttechnik aufgreifen.
und werde dort genau erklären, versuchen zu erklären, wie ich Pyramiden baue, die von nicht unerheblichem Umfang sind. Das heißt, ein ganz logischer Aufbau. Das Treffen wird am 19. Oktober in Friedrichroda sein. Am 18. kann man anreisen. Am 19. ist dann einmal vormittags die Fachgeschichte mit Michael. Dann haben wir mittags einen Snack, nachmittags dann meine Wenigkeit mit dem Pyramidenbau. Und dann gibt es ab 16 Uhr, 16:30 Bratwurst, Bier, Wein oder ein Spanferkel auf dem Grill, dass man dann nach Open End sich untereinander austauschen kann, zusammen Spaß hat, ein bisschen Musik hört und lockere Gespräche führen können. Wir werden dazu die Einladung innerhalb der nächsten 10 Tage verschicken, wenn wir alles eingetütet haben. Unterbringungen im Ort sind möglich für Wohnmobilisten. Die Event Location ist genau am Wohnmobilstellplatz und es gibt zwei Hotels, ein etwas einfacheres, was aber sehr gut für Familien geeignet ist mit Kinderbetreuung, etc. und Wellnessbereich, Schwimmbad und so weiter. 8 Minuten Fußweg von der Location weg. Und es gibt ein etwas besseres für die, die ihre Liebsten mitbringen wollen, die vielleicht dann doch nicht Michael Vogt oder mein Gelaber hören wollen, sondern dann eher zum Wellness gehen. Dafür gibt es das H Plus Hotel, was wohl ein sehr gutes Wellnessangebot haben soll. Also, wenn ihr die Mail dazu kriegt, könnt ihr das Anmeldeformular gerne ausfüllen und zusenden. Die Plätze sind begrenzt. Wir brauchen eine Mindestteilnehmerzahl, damit das Ganze auch Spaß macht. Allerdings ist die Teilnehmerzahl auch begrenzt. Bitte nicht traurig sein, wenn sich jemand bewirbt und dann eine Ablehnung kriegt. Wenn wir merken, die Resonanz ist sehr gut, werden wir das dann später in einem größeren Rahmen wiederholen, um dann denen auch die Möglichkeit zu geben, die nicht dabei waren. Also wir freuen uns auf Teilnahme von den Paternostern und natürlich noch mehr über Nicht-Paternoster, die uns vielleicht mal kennenlernen wollen und wissen wollen, wie wir arbeiten. So viel zu dem organisatorischen Teil und damit möchte ich mich hier bedanken für eure Teilnahme. Wenn keine Fragen sind, werde ich dieses Webinar jetzt hiermit beenden. Sag danke an Nelson, dass er mal wieder so früh aufgestanden ist und uns hier begleitet hat und freue mich auf die nächste Veranstaltung in diesem Rahmen in 14 Tagen und sage Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Dankeschön, Thorsten. Euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Teilnahme. Und ja, viel Erfolg im Handel. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao.